an jenem Tage, da mit Sonntagmine aus dem Appiatore wandelt Venusine. Nahm der Bursch ein Bräutchen. Wieder zwischen Gräbern liebten sich zwei Leutchen. Amor zeigt es Venus auf den Zehenspitzen, dass in einem Grabturm junge Leutchen sitzen, die sich erst gefunden, sich im Schoße liegen ohne Zeit und Stunden. Ein Leib stillt dem anderen brünstig die Gelüste. Sie beißt seinen Nacken, er beißt ihre Brüste. Kühl im Grab sie liegen, draußen in der Hitze springen Bockenziegen. Jählings war der Eingang vor dem Grab geschlossen, mit antiken Krügen und mit Broten großen. Wein war in den Krügen, Braut und Bräutgam tranken, draußen in tiefen Zügen, aßen auch vom Brote, Venus lacht im Stillen. Die, spricht sie, sind Götter, haben ihren Willen. So war auch die Erde in den Adamstagen sorglos von Gebärde. Traulich ist, o Freundin, flüstert eine Stimme des Idylles Frieden. Pracht, du hat auch Schlimme. Mit Verstand genossen sind gut, sind mit Verstand genossen sind schön, gut und böse, selbst wenn Blut geflossen. Und die Stimme malte blutrot aus dem Blauen jenes Burschen Jugend. Venus sieht mit Grauen Mord an seinen Händen und die Lust der Mutter, Lust einst seinen Lenden. Sieht das große Wehe, das wie's Gute waltet und aus Schmerz und Tragik Schönheit sich gestaltet. Sieht blutschändend küssen Sohn und Mutter beide, weil die Herzen müssen. Teufel, sprach die Venus, bist mir nachgeschlichen. Göttin, sprach der Teufel, ich bin nie gewichen. Bin im Geist daneben, wo uns eint Interesse, kann mich nicht fortheben. Venus rief, vor allem bist du Mann der Männer. Und als Frau bewundere ich den Lebenskenner. Stets sind Energien eine Lust dem Weibe. Drum sei dir verziehen. Die Appia, vor allem Heerstraße, auch Richtstätte, unterzieht Grausamkeit halb verweht. Erwächst ihr wohl daraus die Kraft, die Wesen am Ende freizugeben? Friedrich Nietzsche. Via Appia, endlich alles ruht. Die Erde einst ein schwebender Grabhügel. Richard Voss, wir ritten, nur Sie und ich, nach Tusculum hinauf, dann an den Ruinen des Amphitheaters und der Pineta vorüber, die Gräberstraße hinunter. Im Schritt nebeneinander hinreitend zeigte ich ihr die Aschenurnen, die in den Felswänden eingemauert waren, die eingesunkenen Grabstelen und zerbrochenen Inschriften, welche die Tugenden der Gestorbenen rühmten und ein nie empfundenes, glühendes, brausendes Lebensgefühl durchströmte mich in dem Anblick der lichten Gestalt neben mir, von der aller Glanz des strahlenden Sommertags auszugehen schien.
Rainer Maria Rilke, Römische Campagna. Aus der vollgestellten Stadt, die lieber schliefe, träumend von den hohen Ternen, geht der gerade Gräberweg ins Fieber. Und die Fenster in den letzten Färmen sehen ihm nach mit einem bösen Blick. Und er hat sie immer im Genick, wenn er hingeht, rechts und links zerstörend, bis er draußen atemlos, beschwörend, seine Leere zu dem Himmel hebt, hastig um sich schauen, ob ihn keine Fenster treffen. Während er den weiten Aquädukten zuwinkt, herzuschreiten, geben ihm die Himmel für die Seine ihre Leere, die ihm überlegt. Wieder ein Erlebnis. Also ich höre Sie gerne so fantasievoll, ne? Und lebendig das zu gestalten. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Wunderbar. Schön, dass Sie noch ausgehalten habt. Ich hoffe, das hat euch gerne. Das ist sehr schön. Das war ein raumfüllendes Abwehrerlebnis nochmal. Ja, vor allem mit offenen Augen wirklich durch die Zeiten der Abwehr zu schreiten. Das genau, ja, das habe ich gedacht, dass man also da in der eigenen Fantasie... Ja, und mit offenen Augen, also denjenigen betrachten in der Gegenwart, aber sich durch die Zeiten zu begeben selbst. Ganz das genau. Ist toll, wunderbar, vielen Dank. Sehr gerne. Das war mir auch ein ausgesprochenes Vergnügen. Ja. Ja, viel gearbeitet dran, ne? Ja, und auch an mir. Ja, das sind die Schlechten doch alle, oder? Mehr oder weniger. Ja. Aber mit so einem Erfolg, das ist das Schöne. Das freut mich. Super. Ja, haben wir noch ein bisschen was zum Imbiss, Uli? Tja. Ein paar Stückchen und so. Doch, ich habe schon. Ich weiß schon. Wie haben Sie denn die Auswahl getroffen, diese ganzen Gerichte? Ja, mein Zufall. Oder ja, da bin ich gerne bereit, nochmal darüber zu sprechen. Das ist einfach auch erleichtert durch die heutigen Internetmöglichkeiten. Ja, hier ist klar, gestern habe ich einen Dame darauf aufmerksam gemacht, ich hätte ja gar nicht so viele moderne Texte nachladen können. Warum? Weil wir doch alle Urheberrechte. Da ist eine Auswahl zustande gekommen, die ich im Leben da einbrachte. Ja? Und das ist dann aber textlich verfügbar. Und das hat die Recherche in dem Rahmen gehalten, ja auch zeitlich. Und dadurch ist eine, vielleicht zunächst mal eine Sicht entstanden, die diese moderne Interpretation mit älteren Texten nicht kombiniert. Aber mir hat das dann so gefallen, ja, dass ich mich das nicht gar nicht mehr gestört habe. Und so kam es zustande. Also es kam zustande, weil Frau Hahn sich gebeten hatte, was beisteuern können, sonst habe ich keine Rückfrage. Und dann gab es Besprechungen, was wir nehmen. Wir haben die Sachen ausgeworfen, also wir haben nicht alles nehmen müssen. Und schweren Herzens. Ja. Ich bin so glücklich, dass ich den Gedanken übersetzt habe. Und zwar in einer wunderbaren Weise. Ganz reiche, wichtige Abend. Guten Abend. Und ich habe mich vor langer Zeit mal mit Theater beschäftigt. Wir haben gerade eine Lösung gehabt. Und es wurde dadurch auch sehr angelegt. Ja. Und es ist ein straßenrohes Leben. Das, der ist heute nicht mehr. Ja, wollen Sie einen Schluck trinken? Nein, das kann ich gerne machen. Danke. Auch andere mich sehen, da ist ein Lebensstil. Und also bis dahin, bis dahin geht es dann schon. Die Ludwig und Friederike sind so ein bisschen der Abschied noch ins 18. Jahrhundert. Nicht auch das. Ja.
Ja. Die hat gedichtet, aber reicht nicht. Und in eben diesen Hexametern, die dann in dieser Härte als Härte kritisiert werden, was ich nicht ganz gerecht finde. Also ich habe den einen natürlich eingenommen, weil da nicht Spannung entsteht, aber das Hexameter kann man nicht nachschätzen. Also das ist ein ungerechter Vorwurf. Und mir gefällt dieser Stil gut. Das ist ja etwas sehr archaisches, was sehr archaisches, mit